Jetzt kommen wir zu einem echten Leckerbissen. Und zwar zu Star Wars Galaxies, was auch An Empire Divided heißt. Von Fans wird es auch SWG oder Galaxies genannt. Es ist ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, MMORPG genannt für PC, das im Universum der Star Wars Saga von George Lucas angesiedelt ist. Es wurde unter Sony Online Entertainment in Zusammenarbeit mit LucasArts entwickelt. Hauptverantwortlich für das Spieldesign als Creative Director war Worth Costa. Als Produzent für LucasArts trat Alan Blackman auf. Galaxies wurde am 26. Juni 2003 in den USA mit eigenen Ost- und Westküsten-Servern veröffentlicht. Am 7. November 2003 folgten der europäische Verkauf und europäische Server. Der Client war identisch und Avatare konnten unabhängig von der Version auf allen verfügbaren Servern erstellt werden. Eine lokalisierte japanische Version wurde am 23. Dezember 2004 von Electronic Arts Japan veröffentlicht. Das Spiel ist bis auf übersetzte gedruckte Anleitungen und die lokalisierten japanischen Servern ausschließlich auf Englisch. Star Wars Galaxies wurde insgesamt über 1 Million Mal verkauft. Die Abonnementenzahl stieg jedoch nur auf etwa 300.000 in der Jahresmitte 2003. Dieses Ergebnis wurde noch einmal im Juli 2004 erreicht, sank insgesamt jedoch nach inoffiziellen Quellen bis Juli 2006 kontinuierlich ab. Die japanischen Server wurden bereits ein Jahr nach deren Eröffnung im Dezember 2004 wieder geschlossen. Bestehende Benutzer konnten auf europäische oder US-Server transferieren. Da die Erwartungen der Betreiberfirmen insgesamt nicht erfolgt wurden, entschieden sich LucasArts und SOE, die tiefgreifenden Änderungen am Regelwerk, die im November 2005 unter dem Namen NGA New Game Enhanced Trends erfolgten. Dabei wurden erstmals in der Geschichte des MMOG-Genres wesentliche Elemente eines laufenden Spiels verändert. Anders als erhofft bewirkten die Änderungen teilweise lautstarke Proteste seitens aktiver Spieler, die in offiziellen von SOE betriebenen Foren immer noch nachzulesen. Nach der Übergangsphase, die bis zum Sommer 2007 dauerte, war die Einführung des NGE vorerst abgeschlossen. Die Proteste aus der Community sind seitdem größtenteils verstummt. Es wurden von offizieller Seite keinerlei Zahlen darüber veröffentlicht, wie sich die Anzahl der zahlenden Kunden seit Einführung der NGE entwickelt. Für alle Berufsgruppen ist nun das neue Expertise-System verfügbar, wodurch die Gestaltung der Avatare weniger geradlinig verläuft und stärker individualisierbar ist. Weitere Änderungen am grundlegenden Spielprinzip sind vorerst nicht angekündigt. Stattdessen werden zukünftige Neuerungen ihren Schwerpunkt im Bereich Missionen, Quests und Game-Content haben. Unter anderem die Ewi-Enklave für Orilla wieder neu ins Spiel zurückkehren und längere Missionen, speziell für Anhänger der Rebellen-Allianz bzw. des Imperiums, werden komplett überarbeitet. Seit Anfang 2008 ist das Spiel unter anderem um das Element der Heroic Encounter erweitert worden. Weiterhin gibt es ein Collections-System. Ja. Als nächstes befassen wir uns mit dem Spiel Star Wars Republic Commando. Genau. Und dieses ist ein im Star Wars Universum angesiedelter Ego-Shooter, der von LucasArts entwickelt und im März 2005 für Windows PCs und die Xbox veröffentlicht wurde. Im Spiel übernimmt der Spieler die Führung einer Spezialsoldateneinheit in Kriegsmissionen. Im ersten Monat wurden etwa 215.000 Spiele allein für die Spielkonsole Xbox verkauft. Für den deutschsprachigen Raum wurde das Spiel von der Effective Media GmbH lokalisiert und vom Publisher Activision veröffentlicht. Als Distributor diente die NBG, EDV, Handels- und Verlags GmbH und Co. GKG. Die Handlung von Republic Commando spielt zwischen den beiden Kinofilmen Episode 2 und Episode 3 während der Klonkriege, einem galaxisumspannenden Konflikt zwischen der Republik, der Separatistenbewegung. Andere Teile der Klonkriege konnten Spieler bereits aus der Sicht eines Schlachtfeldstrategen in Galactic Battlegrounds Add-on, Clone Campaigns und aus der Sicht verschiedener Jedi-Ritter in Clone Wars miterleben. In Republic Commando übernimmt der Spieler dagegen nun die Kontrolle über eine einzelne Soldateneinheit. Die Hauptfigur des Spiels sind das Delta Squad, ein aus 4 speziell ausgebildeten Klonkriegern bestehendes Elite-Team, das riskante Aufträge für die Republik erfüllt. Die Mitglieder sind Delta 07, ein materialischer, wogartiger Scharfschütze,
Data 62, ein stets gut gelaunter Sprengstoffexperte, der immer einen ironischen Spruch parat hat. Delta 40, ein sehr pflichtbewusster, respektvoller Soldat. Und Delta 38, die Spielfigur und Leiter der Gruppe. Ist eine Anspielung auf George Lucas früheres Werk THX 1138 übrigens, was wissen will. Gemeinsam mit diesem Team durchlebt der Protagonist mehrere entscheidende Schlachten und Spezialaufträge während der Klonkriege und speziell während Episode 3. So kämpft das Delta-Team etwa in der Schlacht um Geonosis, schlägt auf dem Wookiee-Heimatplaneten Kashyyyk eine Invasion zurück und deckt ein Bündnis zwischen den Separatisten, Trandoshanischer Sklavenhändlern und den Geonosianern auf. Besonderheit des Spiels sind die taktischen Steuerungen des gesamten Teams, bei der man mit wenigen Knopfdrücken Befehle an Kameraden erteilen kann und die grafische Simulation eines modernen Helmvisiers auf dem Bildschirm, auf dessen Display taktische Informationen sowie der Status der Spielfigur angezeigt werden. Als Waffen steht dem Spieler eine große Zahl genreübliger Waffen wie Messer, Pistole mit unendlicher Munition, Gewehr, Scharfschützengewehr, Raketenwerfer, Schrotflinte und verschiedenen Granaten zur Verfügung. Hinzu kommen Alien-Waffen, die jedoch ebenfalls keine großen Unterschiede gegenüber anderen typischen Waffen des Ego-Shooter-Genres aufweisen. Das Spiel gab den Spielern bereits mehrere Monate vor dem Kinostart Ausblick auf einige Inhalte des Kinofilms Episode 3, die Rache der Sith. Darunter der Droiden-Bösewicht General Grievous und die Invasion des Dschungelplaneten Kashyyyk. Aus diesem Grund war das Spielemagazin untersagt, vor Veröffentlichung des Spiels etwas über die Inhalte der letzten Level, die einen Teil der Handlung von Episode 3 verraten, zu erzählen.